Willkommen zu meinem neuen Video und dieses Mal haben wir wieder TikTok Cringe Compilations. Ja. Da wissen wir alle, was das heißt. Cringe. Wer ist da unten auch steht? Cringe. Ja. Part 4, glaube ich, von dem ganzen Scheiß. Ich habe Angst. Wir haben da aufgehört, also bei dem Typen, den haben wir noch geschaut und dann kommt irgendwie eine Keule und die dann. Ich habe Angst. Ja. Macht einer Fero. Oh Gott, im Himmel. Ich frage mich halt ernsthaft, es fängt schon mal super an. Ich frage mich halt ernsthaft, wie komische, richtig komische Filter muss es bitte geben? Ich meine, es gibt ja schon ewig komische Filter in Snapchat. Ah, jetzt aber doch in TikTok, ich glaube, ich häng. Marion, okay. Sieht auch aus wie eine Marion. Was? Was? Was für eine 7? Boah, Dude, oh mein Gott, das wird mich umbringen. Auf die Plätze. Schreck die Hände. Fäuste machen. Daumen hoch. Schultern hoch. Erstens wette ich mal sehr stark, dass das Schlagerfans sind. Erstmal das. Und zweitens, wer ist das? Ist das ein Typ? Das ist ein Typ, schätze ich mal. Ist das ein Typ? Ich habe keine Ahnung. Den Kopf nach oben. Auch ich bin so ein YOLO-Kind. Scheiß drauf, weil ich solo bin. Leute nennen mich ne Bitch. Doch ihr seid nur neidisch, Kids. Es ist so phänomenal. Warte mal, kurz, Keule. Die hat einen Song, den kenne ich von irgendwoher. Das ist ein Remix und den Originalsong kann ich von irgendwer. Auf jeden Fall, sie kriegt wenigstens mal die Synchronisation. Sie kennt den Song theoretisch, weil da gab es schon andere Kollegen, die war einfach nur Katastrophe war mit dem. Die, was hier nicht da auf die Reihe bekommen haben, dass diese scheiß Songs lippensynchron waren. By the way, nehme ich überhaupt auch auf? Okay, ich nehme auf. Okay. Alter. Es ist so phänomenal, denn auf einmal stehst du da. Es ist so phänomenal. Bah! Meine Träume werden sinnlos. Ich will jetzt sagen, passt, Lippensynchro ist da. Aber ich will ihm auf die Lippen schauen, ich will Lieren ziehen schon bei der Keule. Ah! Ich sag mal gleich, ich. Warte mal, jetzt hier schon wieder kommt. Ich sag's gleich, bis 45 machen wir den Scheiß und dann war's das erstmal von dem wieder. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann jetzt schon nicht mehr. 2 Minuten geschaut, ich bin jetzt schon tot. Was sind das für komische Remix von Songs? Und was ist das Outfit, Mann? Hat sie das angemalt? Ist die Krankenschwester? Aber schön die Titten raus. Ja, ist klar. Ich glaube, wenn da hinten irgendwo bei der Straße oder vorne, was man denn sieht, irgendjemand kommen würde und so weiter, der würde safe denken, die zwei haben einen epileptischen Anfall oder so. Die würden safe den Krankenwagen rufen. Weil, Ich glaube selber, die sind komplett wahnsinnig. Ja, nee, ist okay. Aha. Ich hab die Hand in meiner Hose. Sieht man. Ich kauf mir Playboy, saufe Bier. Hey Martin, mach den Song auf. Was soll der? Mach den Song auf. Was? Will ich den Song aufmachen? Was? Ja, sauf du erstmal nicht voll. Martin, mach den Song nach. Mach den Sound nach. Den Sound vom Skateboard runterfallen lassen. Oder what? Hä? Hey Martin, mach den Song nach.
Das ist schon wieder der Kollege hier von hier, irgendeine Scheiße, irgendeine Fernsehserie. Wieso ist der bei Cringe dabei? Oh, zweimal schon, also zweite Mal jetzt. Da. Also hier schon wieder. Lukas, irgendwas. THX, ja, kenne ich. THX kenne ich. Wieder! Okay, wir haben es verstanden. Er soll einfach 1000 Songs nachmachen. Songs. 1000 Sounds nachmachen. Toll. Nee. Da kann ich auch. Hammert jetzt bei. Wie oft denn noch? Hammert jetzt. Tu mir einen Gefallen, Bra. Tu hier vorne da bitte, bitte Zähne, bitte. Bitte, das ist ja ein ewig großes Loch. What the actual fuck? Stefan Wolf Wien. Auf Wien auch noch. Bei dir glaube ich sogar, dass du herumsmokst bis zum Geld nicht mehr. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Wie mein Lesbenhaarschnitt. Geil. Ich höre. Natürlich musst du jetzt wieder ever machen, weißt du? Das zweite Mal ever ist die Folge war irgendwie theoretisch sogar besser, aber warum machst du jetzt hier Schwester ever einer, Hörer? Nein, nicht der gleiche Song auch noch. Die eine Tante, was man was weiß ich beim ersten, zweiten Part hatten, hat auch frei nachgemacht und das macht die auch frei nach. Ach Gott. Wie soll man es in Cringe ever sein? Könnt ihr nicht TikTok-mäßig was machen ohne Cringe mit Ever? Ja, wäre nice. Also, oh, kriegt sie nicht auf die Reihe mit dem Lippen-Synchro oder so. Bei der bin ich sprachlos. Bei der bin ich einfach nur sprachlos. Ich check nicht mal, was die genau will. Irgend mit Lesben-Dinger. Ich weiß nicht mal, ob sie selber eine Lesbe ist oder. Keine Ahnung, was die will von mir. Gut, sie weiß, wenn sie der Song geht. Das ist ja schon mal, da bin ich ja irgendwie theoretisch sogar froh. Aber. Kein Kommentar. In der Schule angekommen, pünktlich zur Pause. Ihr seid zu spät, Jungs. Ach, halt die Schnauze. Hat dein Rap. Strips? Jetzt ernsthaft. Wie kann ein Mensch denken, wenn er die Scheiße aufnimmt, wenn sie jetzt die Kacke aufgenommen hat und das dann angeschaut hat? Also, sie nimmt es ja selber auf, das sieht man ja. Mit einer Hand hält sie die Stange, mit anderen hält sie wahrscheinlich das Handy. Sie wird sich wahrscheinlich die Kacke nochmal angeschaut haben, schätze ich mal stark. Und wie zur Hölle kommt die auf die Idee? Das sieht ja gar nicht so scheiße aus. Ich meine. Song irgendwie komplett komisch, Kopfhörer drauf, irgendwie ein bisschen rumstrippen, weil das gar nicht klappt. Und ja, passt, passt, mache, lade ich hoch, easy. Wie kommt man auf die Idee? Allein schon wegen dem Song selber ist schon cringe genug. Boah. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Typ sogar ein guter TikToker wäre, aber ich weiß nicht, ob sie, wer auch immer das heißt, die Mutter, keine Ahnung. Ach, ja.
Wie so eine Frau, oder? Ach gut. Alter, erstens wusste ich das so sehr, dass irgendwas kommt mit Schlager bei der Keule. Und zweitens, wo ist die? Ist das eine Arztpraxis oder so ein Scheiß? Alter, hat die so viel Pausen oder was auch immer, dass die hier einen TikTok-Scheiß erstmal machen kann? Oder denkt sie, ja, ich habe gerade nichts zu tun, ich mache einfach mal TikTok. Oder nee, ich bin fertig und ich mache erstmal TikTok. Also wenn du fertig bist, dann geh doch heim und bei der Pause mach was anderes. Aber okay, oh, dann auch mit so was, mit so einem. Ist okay. In einem unbekannten Biene Land, Maya, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt. Ich sag's gleich, ich melde dich an bei DSDS. Bei DSDS bist du dabei. Du. Und Dieter sagt auf einmal: Pass, du bist weiter. Easy. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Ja, ich hab's verstanden. Diese kleine freche Biene Maya. Ja. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Ist das der ganze Song durch oder Diese was? kleine freche Biene Maya. Was ihr gefällt. Fertig. Wie kannst du behaupten, dass du mich geliebt hast? Du bist ein Scheißkind und ich war dein Spielplatz. Ist dir wirklich egal, dass du mich zerstörst? Ist das der Vater? Also erstmal vom vorigen, ja. Und zweitens, was ist das jetzt hier schon wieder? Ich denke mal, der auf dem Tisch ist der Vater und der Typ, was hier gerade herumfilmt, ist der Sohn. Interessant. Geil. Ist auch geil. Auch geil, dass sie erstmal ein bisschen sowieso hier bei der Abgrenzung ein bisschen sogar genau drinnen ist. Weißt du, normalerweise sollte man im 90er-Bereich halt einfach sein und nicht im Now irgendwie dabei sein. Aber gut, sie ist jetzt auch nicht sondern sie ist schon ein bisschen so, Aber trotzdem, dann geh mal da zurück, dass du im 90er-Ding drinnen bist, weil ich weiß, was du meinst, aber, oh Jesus. Ah. Das ist sowieso jetzt, Alter, nicht dein Ernst. Das ist sowieso die eine Keule von. Ich weiß genau, wer die Keule ist. Ah, da, Jesus, das ist die eine Keule. Die von hier, wenn du mich magst, schick mir ein, keine Ahnung, Herz. Wenn du mich nicht magst, schick mir ein schwarzes Herz. Das ist die Keule. Ach du Heilige. Also, die da. Die kenne ich nicht, leider. Aber die. Ach, da. Dass ihr selber nicht das Lachen kommt, wenn die hier schon anfangen zu herum tanzen? Theoretisch? Ich sag's mal so, wenn man merkt, dass hier ein Bauchspeck da ist, der was nicht da sein sollte oder so weiter, und wenn der so runterhängt, zieht ihr ein größeres T-Shirt an, bitte. Und nicht so was. Jesus. Wie lange haben wir denn noch? Alter, Alter. Wissen, dass wir zusammen sind ab heute? Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Ich. Die hat mir Angst gemacht. Ich weiß nicht, worum es gegangen ist, aber die hat mir Angst gemacht. Muss seit Wochen an dich denken.
Er hat's versucht. Er hat's versucht, aber es ist trotzdem Katastrophe. Es ist. Du bist sowas von ein. Ich habe keinen Plan, wie diese Band heißt, aber so ein Fan bist du sicher. Ein Rammstein? Ich glaube, Rammstein, das ist eher Rammstein-Typ. Ihr wollt doch auch das Blut vom Degen lecken. Von wem leckt? Was will der Typ? Was? Wollt ihren Haut und Haaren untergehen? Haut und Haaren untergehen, ihr ah. Wollt doch auch den deutschen Slag entstecken. Wen will ich reinstecken? Was? Und Haaren untergehen. Ja. Ihr wollt doch auch den deutschen Slag. Den deutschen? Slag entstecken. Den deutschen Schlagen stecken? Ich versteh's nicht mal. Was für ein Degen! Boah, Junge! Das ist aber jetzt ein Filter, oder? Das ist. Bitte sag mir, dass das eine Frau ist, die was so ein Filter oben hat. Weil sonst bin ich jetzt komplett raus. So, ich versuche jetzt mal das Wort picken zu sagen, indem ich meine zwei Finger da. Ne, mach. So wie alter Specht. Los geht's. Erster Try. Picken. Was? Nee, ich mach picken. Ich will picken zu sagen. Du kannst. Oh mein Gott. Du kannst nicht picken sagen, wenn du hast. Du Vollhonk. Da quitsch an den Typen noch fertig dann. Achso. Weiß nicht, geht du Vollhonk! Es ist nicht möglich, dass du picken sagst, wenn du die Scheiße weg hast. Das ist ja logisch. Gib's auf. Gib's auf. Hammert? Ich hab's es mir in den Kommentaren ein bisschen verstanden. Nein, hab ich nicht. Und es geht nicht, weil du ein Muruk bist. Egal. Ah, oh, das ist. Ich hab. Wie lange haben wir überhaupt schon? Ich hab keine Ahnung. 17 Minuten, ja, Halleluja. Okay, ich würde dann sagen, das war's. Ich bin jetzt schon nervig am Ende. Und wir hören uns dann beim nächsten Video, beim nächsten TikTok-Cringe, beim nächsten was weiß ich. Bis dann. Bis. Einfach nur bis dann. Ciao.